Hallo Leute, es ist schon eine Zeit lang her, dass ich bei Mali weitergespielt habe, und das hat einen guten Grund. Na, vielleicht keinen guten Grund, aber es hat einen Grund. Und zwar, dass ich inzwischen eine Multiplayer-Partie mit einem Freund von mir begonnen habe. Und die verschlingt zurzeit all meine Aufmerksamkeit, was Europa Universalis angeht. Letztens haben wir erst 7 Stunden nahezu am Stück gespielt. Deswegen fällt es mir ein bisschen schwer, mich für Mali zu motivieren. Aber ich habe mir gedacht, das wird mal wieder wirklich Zeit. Ich muss mich erst wieder an die anderen Dimensionen gewöhnen. Ich bin ein riesen Mamelukenreich gewöhnt, das ich im Multiplayer aufgebaut habe. Deswegen, ich weiß noch nicht, wie ich mich da jetzt hier schlagen werde. Das zum Beispiel. Was ist dies? Und wieso ist das nicht irgendwie zusammengefasst mit meinen sonstigen Schiffen? Ach, habe ich schwere Schiffe gebaut? Vermutlich habe ich schwere Schiffe gebaut. Was für eine Geldverschwendung. Okay, verschaffen wir uns einen kurzen Überblick. Songhai und das andere Mali haben noch Zeit bis 94. Tagaza sind wir mitten dabei, sind wir 84, das wird auch noch ein bisschen abnehmen bis dahin. Wo ist unsere letzte Kolonie? Muss irgendwo hier drüben sein. Ja, Nupe. Ansonsten haben wir ja nichts, können wir nicht haben, weil wir haben ja nur einen Missionary. Okay. Perfekt. Gut. Tech-mäßig. Tech Level 5. Diplomatic 4. Okay, Diplomatic 5 wollen wir auf jeden Fall. Overseas Exploration brauchen wir nicht, weil wir uns dabei nur um Sachen kümmern, die sowieso innerhalb unserer Reichweite liegen. Okay. Das für die Farm Estate werden wir sowieso kein Geld haben zu Beginn. Also das ist nicht so wichtig, aber ich will vor allem die 10% Productivity. Außerdem gibt es sonst eh nicht wahnsinnig viel, was ich mit meinen Administrative Power Punkten anfangen könnte, außer ja, wir könnten uns auf Stability 3 raufhauen, aber ne, muss nicht sein. Aber ja, bei jedem Krieg, in dem wir viel einnehmen, werden wir das noch brauchen. Insofern lassen wir das mal lieber. Jetzt mal nur, um hier aufzuräumen, werde ich mal die ganzen Flotten hier rausschicken. Die anderen drei sind ja hoffentlich meine Protect Trade Flotte. Ja, das passt soweit. Gut, habe ich Overextension? Nein. Habe ich War Exhaustion? Nein. Gibt es irgendeinen Grund, keinen Borno nicht sofort anzugreifen und vernichtend zu schlagen? Wir haben keinen Diplomaten. Annex Vassal. Improve Relations to Gao. Ach ja, genau. Ich habe gesagt, ich muss meine... Ich erinnere mich. Okay, machen wir mal weiter. Ich muss schauen, dass meine Vasallen bei mir bleiben. Aggressive Expansion Improve. Ja, genau. Genau. Die darf ich nämlich nicht aufgeben. Ich glaube nicht, dass es passiert. Solange die Beziehung nicht auf, sagen wir mal, null fällt. Aber trotzdem, man kann ja nie wissen. Ich nehme jetzt auch mal die Army Maintenance zurück. Wir sollten wirklich was gegen unsere Inflation tun. Gibt's aber nicht. Okay, dann tun wir nichts gegen unsere Inflation. Global Trade Power. Diplomatic Reputation. Ist meistens gar nicht so schlecht. Wir haben Two Leaders. Wieso haben wir einen Conquistador? Und vor allem, wo ist der? Der ist hier. Ach ja, genau. Ich erinnere mich, wir wollten hier oben spionieren gehen. Gut, aber jetzt, wo wir das gemacht haben, glaube ich, können wir den wieder stanzen und unsere Military Power zurückkriegen. Wir brauchen eigentlich zur Zeit auch keinen Military Tech Bonus. Ich wurde gerade irgendwo angeschrieben. Aber ich habe keine Zeit nachzuschauen. Gut, allerdings Force Limits brauchen wir genauso wenig, weil unsere Force Limits, wir nutzen unser Force Limit ohnehin nicht aus. Also können wir den genauso gut auch drin lassen, das ist absolut kein Problem. Gut. Ja, dann bereiten wir mal den Krieg vor. Sobald wir hier Songhai wieder ein bisschen raufgebracht haben, ja, wieso nicht? Stop Relation Improvement. Ne. So, und wegen was können wir euch denn den Krieg erklären? Oh, wir haben keinen Casus Belli. Na dann wird es aber mal Zeit.
Fabricate Claim. Ist eine von den beiden Provinzen teurer als die andere? Das ist eine Zweierprovinz. Das ist auch eine Zweierprovinz. Wieso hat die keinen Tax? Lessen taxed. Oh, hatten die... Oho, oho, oho. Ja, Moment. Will ich Piety? Nein, ich will jetzt keine Piety, oder? Nein. Send those fools away. Colony became self-sustaining. Yay! Und unsere Armee geht drauf, wegen Attrition. Yay! Schicken wir euch mal wieder zurück. Yay! Wie viel hält denn die aus? 12, genau. Okay. Gut, dann wird mal Zeit für einen Chor. Der braucht 52 Monate. Okay. Diplomatic Tech. Ja, das nehme ich sehr gerne. Basic Financial Instruments. Wieso nicht? Gut, Trade Range 200, Trade Efficiency 10%. Das wird sich vermutlich nicht hammermäßig auswirken. Nein, nicht wirklich. Aber gut. Jetzt schicken wir euch mal darauf nach Dendi, weil eigentlich will ich natürlich meine große Armee schon da haben. Und wir sollten anfangen, einen Claim zu fabrikaten. Und zwar fangen wir an mit Zamfara, wieso nicht. Wir werden mit ziemlicher Sicherheit Kanembora noch nicht auf einmal nehmen. Ich glaube nämlich, dass wir das überhaupt nicht können, weil wir noch nicht das ganze Land sehen. Wir wollen nicht Defender of the Faith werden, danke. Defender of the Faith ist ganz gut, aber ich kann es nicht lange halten mit meinen 23 Prestige. Defender of the Faith können wir für 2 Jahre bleiben. Zahlen erstens mal 500 Dukaten, was ich nicht gewillt bin auszugeben in diesem Moment. Kriegen, naja, schon ganz gute Boni, denn den Missionar kann man oft brauchen. Die Moral ist natürlich super und die Prestige ist super. War Exhaustion, ganz im Ernst, minus 0,03, meh. Technologien kosten ein bisschen mehr, okay, soll sein. Aber nach 2 Jahren kann jemand den Titel claimen, wenn er mehr Prestige hat als wir. Und es wird einige Sunni-Herrscher geben, die mehr als 23 Prestige haben. Was kann ich eigentlich bauen? Wieso baue ich eigentlich nichts? Temples. Bauen wir noch einen Haufen Temples. Oder wollte ich keine Temples bauen, weil ich die Technology will? Das ist schön und gut, aber im Moment brauche ich außerdem auch Geld. Temples, 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 Temples. No? Temples, Temples. Temples, 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 Temples. Ja, 150 ist ein guter Punkt, mal wieder aufzuhören. Okay, wir dürfen natürlich nicht vergessen, die Army Maintenance raufzuschieben, wenn es dann soweit ist. 1480, okay, das heißt, wir werden zuerst annexen, bevor wir... Oh, hallo, Sailor! Okay, also die Mariniden machen dem Ganzen jetzt den Garaus jeden Moment. So viel zu meinen Versuchen, hier was einzurichten. In Udain. Ja, was soll's. Was soll's, was soll's. Wie ist jetzt eigentlich techmäßig drauf? 545. Und die Hafsiden 456. 545. 55. Okay, das heißt, wir sind sogar ein bisschen voraus. Das ist auch noch ganz gut. Der Gaza wird uns doch wohl auch ein bisschen helfen. Jede Provinz hilft natürlich. Einfach, um ein größeres Reich zu haben. Mehr Geld, mehr Macht. Natürlich am eigentlichen Wachstum für Administrative und Diplomatic und Military Power tut sich nichts. Das mag ein bisschen seltsam scheinen, oder mir ist zumindest am Anfang auch seltsam vorgekommen, dass man quasi mit einem größeren Reich nicht zwingend mehr Power kriegt. Aber andererseits bleiben die Technologien auch gleich teuer, insofern wirkt es jetzt nicht katastrophal aus. Und ja, es ist halt nach wie vor viel wert. 100 Tags sind das ganze Spiel über viel wert. Es findet nicht so eine Inflation statt bei den Punkten wie bei vielen anderen Sachen. Und wie auch zum Beispiel bei Geld. Also zum Beispiel ich als Mameluke in dem Multiplayer-Spiel, ich habe einfach schon so viel Geld. Natürlich, ich habe auch ein entsprechend großes Reich, das ich mit Modernisierungen ausbauen muss. Aber das steht in keinem Verhältnis mehr. Ich kann einfach Geld raushauen, wie ich es gerade brauche. Wie viel haben denn die Mariniden? Marinids 20.000 Mann, okay. Und haben die auch eine Flotte? 26. Are you fucking kidding me? Okay, 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 okay.
Die Marinieren haben uns zu ihrem Rivalen gemacht. Ja, gut, okay. Wir können nur hoffen, dass sie durchhalten, bis wir Songhai und Mali absorbieren. Okay, unser General ist abgekackt. Wenn wir uns vereinen können mit dem Drecksmali und Songhai, dann können wir vermutlich zusammen den Mariniden locker die Stirn bieten. Ich werde es trotzdem mal einfach aus ein bisschen Angst noch ein paar Einheiten bauen. Wieso kosten die 10,3 statt 10? Ach ja, weil wir ja fucking Inflation haben. Ach ja. The fun we have. Okay, nein, das ist Blödsinn. Cancel. So. Oh, Integration. Perfekt. Perfekt. Okay, Pause. Noch ein Nebeneffekt vom Multiplayer-Spielen. Ich bin nicht mehr gewohnt, dass man einfach so auf Pause drücken kann, wenn man es gerade braucht. Das ist sehr, sehr angenehm. Okay, ihr bringt eine Cavalry mit. Das ist sehr, sehr gut. Ihr seid Berber. Das ist nicht so gut. Das werden wir mal zu Mali changen in den nächsten 2 Jahren. Weil, not accepted culture, ja. Revolt Risk ist trotzdem null, aber okay. Das liegt nur daran, weil wir sonst einfach awesome sind. Ja, Local Tax, Local Manpower. Da muss ich einiges tun. Okay. Okay. Missionen. Create a proper fleet. Colonize Tarasa. Oh, stimmt, wir haben unseren Typen nicht losgeschickt. Damn you! Okay, da ist Tarasa und da ist... Sasau ist nicht zu kolonialisieren. Wo steht der Conquer? Ah, Conquer, Tatsache. Okay, Conquer Sasau wäre eine Möglichkeit, dann würden wir sofort einen Casus Belli kriegen und müssten nicht mehr Claim fabricaten, der aber eh bald fertig ist. Andererseits würden wir halt 5 Bonus Prestige kriegen. Nee. Also, ja, doch. Wir warten, bis der Claim fabricated ist. Nehmen dann auch noch Conquer Sasau, dann haben wir 2 Claims auf 2 Provinzen. Das wird uns nachher beim Übernehmen extrem helfen. Und währenddessen kolonialisieren wir jetzt ja, Ouagadougou, weil das einfach blöd ausschaut, dass das so mitten in unserem Reich steht. Okay. Ja, eigentlich kann ich die Mission aber schon annehmen, bevor sie wieder verschwindet. Weil ich create ja auf Zamfara, oder? Zamfara, ja. Gut. Attack Natives. So, bash die mal. Ach, damn it, ich habe die Military Ding nicht hochgestellt. Ich habe gewusst, dass mir das passieren wird. Noch ein bisschen mehr Inflation? Nein, danke, ich glaube nicht. Okay, stellen wir wieder die Army Maintenance hoch. Gehen wir einen Schritt zurück im Speed. Und fangen wir an, das zu kolonialisieren. Kommt in 20 Tagen, okay. Wieso ist unsere Legitimacy gedroppt? Ach ja, weil wir, natürlich, weil wir Tagaza eingenommen haben. Okay, unsere neue Armee ist da. Die ziehen wir mal hier zusammen. Brauchen wir die Armee eigentlich noch hier? Nein, sobald der da ist, es sind nur Natives natürlich. Können wir die auch schon wieder abziehen. Gut. Dann, wir brauchen einen General als Ersatz für den, der ausgefallen ist. Nee. Das könnte wesentlich besser sein. Also das ist schon sehr, sehr schwach. Das Maneuver ist nicht schlecht, aber ansonsten... Not really. Okay. Dann, Conquer the Sau. Wir haben gerne Casus Belli, sehr gut. Dann holen wir uns den Casus Belli auch noch mit dem Claim. Machen aus euch Armee Nummer 3 insgesamt. Jetzt haben wir nämlich 2 ungefähr gleich große. Ich weiß, irgendjemand schreibt mich an, das ist sehr schön für ihn oder für sie. Ach, das ist Facebook, oder? Ist das der Facebook-Ton? Ich weiß nicht mal, ob ihr den hört, muss ich ehrlich dazu sagen. Bandicam ist relativ cool, wenn es darum geht, nur das aufzunehmen, was man auch aufgenommen haben will. Ihr seht zum Beispiel auch nicht, wenn meine Steam-Fenster aufpoppen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Deswegen, ich weiß nicht, ob's diesen Facebook-Message-Sound aufzeichnet. Ich werde es wohl rausfinden.
Okay, das Regiment ist nicht ganz voll, aber das ist mir eigentlich gut genug. Checken wir mal kurz nur, dass es hier keine bösen Überraschungen gibt. Cannon Bordon nur hat 4000 Mann und keine Allianzen. Nope, keine Allianzen. Gut. Warten wir noch, bis die Armee standbereit ist. Standbereit? Marschbereit. Naja, egal. Okay, die Army Maintenance ist wieder da. Wir machen noch immer jede Menge Inflation. Einfach nur zum Spaß. Gut. Und jetzt. Zoom, declare war. Wir nehmen mal Zamfara. Wieso nicht? Will decrease our piety. Ach, die sind Sunni. Ich dachte, die sind irgendwelche Animisten oder sowas. Gut. Und dann hauen wir uns da mal rein. Was ist denn eure Hauptprovinz eigentlich? Sehe ich die überhaupt? Ach ja, Borno. Da. This is Cannon Borno's Capital. Gut, die beiden anderen Schwachmaten sind auch wieder dabei. Das ist sehr schön. Ach ja, jetzt sind natürlich beide unsere Diplomaten frei. Also hau ich sie mal, bis sie für die Friedensverhandlungen brauchen. Hier auf Improve Relations und hol sie dann nachher ab, wenn es ums Kriegsende geht. Super, dass ihr da steht und alles blockiert. Nein, ihr bleibt nicht da. Ach, goddammit. Okay. Weiß dann halt einfach nicht. Halt einfach nicht. Nein, ich brauche euch nicht. Ich brauche keine Taktik. Ich kann auch so angreifen. So, ihr habt keinen Leader. Wir haben keine Kanonen. Das wird noch sehr, sehr lange dauern. Na gut, das sind aber auch alles nur Level 1. Ja, das sind alles nur Level 1 Dinger. Ja, jetzt kommt die große Frage. Wenn ich mich jetzt da hinstelle... Es kann sein, vielleicht decke ich das Gebiet auf, wenn ich die Provinz einnehme. Das kann schon sein. Das würde zumindest Sinn machen. Wir haben eigentlich relativ viel Manpower dafür, dass wir so ein kleines Heer haben. Also das passt mir ganz gut in den Kram. Gut, bleiben wir mal hier. Das ist eine gute Forward Position, die sich auch halten lässt. So, wie läuft's hier? New Settler 18%, wie viel bringt er pro Jahr rein? Okay, 68. Ich nehme mal an, die Mission, die sehe ich jetzt sowieso nicht. Die Mission zum Kolonialisieren würde vermutlich natürlich erst einrasten, wenn ich tatsächlich fertig kolonialisiert habe, nicht wenn ich anfange. Würde sie triggern, wenn ich anfange, wäre es was anderes, aber das kann ich fast nicht glauben. Hey, habe ich das vorher schon gesehen? Oder habt ihr einen Explorer mit? Also einen Conquistador. Fragen über Fragen. Gut. Ja, die haben natürlich absolut keine Verteidigung, das ist ohnehin klar, dass das jetzt schnell geht. Wie schaut's aus mit 3 Field Rotation? Neighbor Bonus 5%. Siege of Kano is over, okay. Okay, und es hat das hier nicht aufgedeckt. Oh! Oh, hallo! Wieso funktioniert das denn? Vermutlich eh nur, weil ich im Krieg bin. Na, schauen wir mal, ob der überhaupt irgendwo ankommt oder ob das nur irgendein Trollbericht ist. Oh, nein, Tatsache. Cool. Wer hatte denn da die tolle Idee zu stürmen? Das waren sicher meine behinderten Verbündeten. Ja, Trottel, ihr widert mich an. Okay. Egal, wir werden es schon richten. So. Dann ziehen wir euch beide mal darüber. Siege of Gobir, okay. Ja, dann gehen wir mal da in den letzten Teil, der uns noch fehlt. Ja,
Brandenburg bricht irgendeine Allianz, okay, soll sein. People flee to the colonies. 5 Prestige, 300 Population. Ja, 300 Population nehme ich gerne eigentlich. Für die 25 Power, da stehe ich drüber. Mann, unser Supply Limit ist echt nicht sehr hoch hier drüben. Ivory. That is great news. Das ist wirklich great news, weil Ivory ist sicher einiges wert, oder? 2,93. Na, okay. Verkrafte ich. So, ist das eine Provinz oder sind das zwei Provinzen? Schaut mir ein bisschen wie eine Provinz aus. Ich finde es auch gut, dass meine Verbündeten das nicht aufdecken, weil ich bin mir relativ sicher, dass da gerade eine Armee rübermarschiert ist. Ja, yep, weil hier ist sie nicht mehr. Hm. Gut, haltet ihr mal die Stellung hier. Können wir euch einnehmen auf einmal? Ach, wir haben, ja, jetzt sollten wir vielleicht langsam dann mal anfangen, einen Diplomaten loszuwerden. 130, 113, okay, dann schicken wir den nach Hause. Stop Relation Improvement. Diplomat has arrived. Die Mauern hier sind gebrochen. Deswegen kriegen wir gleich mal einen ordentlichen Bonus. Könnte noch stürmen, aber ganz ehrlich, ne, haben wir nicht nötig. So, Taudini ist jetzt Mali. Das ist sehr gut. Also, die Kultur ist Mali. Zum Land hat er schon immer gehört. So, the Siege of Mandara is over. Gut, und dann noch zu guter Letzt hier rüber, wo schon jede Menge Verbündete von uns eigentlich stehen sollten. Hoffentlich. Oh, sie haben sogar Snowboard. Gut, und damit fehlt nur noch das. Haben wir eigentlich irgendeine reiche Provinz? Einser Provinz, Einser Provinz, Einser Provinz. Okay, Moment, Moment. Hier passiert gerade ein bisschen viel. Okay, lose 25. A beloved heir dies. Gain Temple in Calabar. Jederzeit. So, wir haben einen neuen R und das ist was für einer. 3, 4, 5. Huhu. Sehr gut. Wie alt sind wir denn überhaupt? 50. Na, werden wir doch hoffentlich bald abtreten. Hoffentlich haben wir bald die Ehre abzutreten. Gut, die können wir euch mal zurück. Die können sich mal zurückziehen, bevor sie da weiter Leute verlieren. Total peace cost of their provinces is too great. Huh. Na, vielleicht ändert sich's ja, wenn wir Kanem einnehmen. Aber ich fürchte, wenn das ausgegraut ist, dann ist es einfach eine vorbestimmte Sache. Peace offer. We'll see it, we'll see it, we'll see it. Ja, sie geben uns wahrscheinlich quasi alles bis auf die Hauptprovinz. Hey, wir können sie dazu bringen, Hauser zu befreien. Was? Nein, das liegt ja bei mir. Okay. Also, wenn wir sie nicht voll annektieren können. Dann. Wie machen wir das? Wir nehmen mal Sarsuso und Samphara. Katsina, ja, gain one base tax. Gobia. Schauen wir, dass wir uns ungefähr bei 50 Diplomatic, bei 50 Overextension einpendeln. Diese einfachen Völker haben immer extrem viel Geld, weil sie es ja eh für nichts ausgeben können. Also machen wir daher nochmal 500. Und dann schauen wir mal noch. Kano geht schon nicht mehr. Will ich bis daher einnehmen, nehme ich dann im zweiten Rutsch den Rest ein und nehme jetzt mal nur das Geld. Ich glaube, was das machen wir. 500 Dukaten ist nicht wenig. 4 Provinzen, wir kommen auf 32% Overextension. Das scheint mir ein guter Deal zu sein. Es hat gereicht, um die Prestige zu kriegen. Ja, Kanem-Borno und Udane sind in einer Militärkoalition. Das ist ungefähr die schlechteste Koalition, die ich je gesehen habe. Außerdem, was will Udane? Udane ist dabei drauf zu gehen. Es wundert mich sehr, dass es das nicht passiert ist. Naja,
Was soll's? Okay. Zunächst mal Stopp. Pam, 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 alle 100% Sunni, sehr gut. So, Nationalists, handle them. Harsh Treatment, Harsh Treatment, Harsh Treatment. So, Caution Nationalists, Harsh Treatment. Overextension. 30, 27 Monate, 30, 27 Monate, okay. Da sehen wir jetzt den Unterschied. Zamfara und Sasu, auf die beiden habe ich einen Claim. Den habe ich mir vorher geholt. Ja. Mali has a claim on this province. Das sorgt dafür, dass das gleich wesentlich billiger wird und auch wesentlich kürziger dauert. Genau, es dauert so viel kürziger. Unglaublich. Während hingegen bei den beiden dauert es 55 Monate, also fast 5 Jahre. Aber okay, soll uns recht sein. Also, Make Core. Und so ist unsere Administrative Tech dann auch wieder weg. Aber hey, wir sind kurz vor Military Tech 7 und das bedeutet Kanonen. Das ist ziemlich, ziemlich geil. So, wollen wir Trade Power? Ich glaube eigentlich, wir können uns Trade Power im Moment noch schenken, oder? Hä? Wir schicken Trade Power raus? Wieso schicken wir Trade Power raus zu einem Knoten? Hä? Ach, da hat schon wieder jemand. Okay, nein. Wir steuern towards Timbuktu. Hier kommt er an und hier nehmen wir noch wieder weg. Ja, okay. Verstehe schon. Gut, eine Mission. Create a proper fleet. Remove Udane from the map. Das ist ein bisschen falsch formuliert, weil es bedeutet, wir müssen es übernehmen. Und das wird nicht passieren. Insofern können wir den mal vergessen. Den Auftrag. Auftrag, es ist der Auftrag. Hey, cool, ich dachte, ich habe schon wieder mit einem falschen Artikel begonnen. Wie lange hier noch? 743, 154 pro Jahr, also noch 2 Jahre, nicht ganz. Perfekt. Hier können wir wieder einen Improve Relations Typ einsetzen. Was? Oh, Aggressive Expansion. Oh, Aggressive Expansion hat da ziemlich viel angerichtet. Holy hell. Ja gut, vielleicht wollen wir eine Proper Fleet. Vielleicht wollen wir die Proper Fleet Mission. 6 von 14 könnten noch ein paar vertragen. Ja, wieso nicht? Create a Proper Fleet. So, wann kriege ich die nächsten Schiffe? Carracks kriege ich auf Level 9. Caravels kriege ich auch auf Level 9. Galleys auf Level 14. Und Flutes auf Level 10. Gut. Das ist noch so viel Zeit. Da kann ich noch jede Menge bauen. Und zwar. Bauen wir noch 2 Carracks. Ja, und wenn ich da Zeug baue, dann ist es aber abgeschnitten vom Rest meiner Flotte, oder? Egal. Bauen wir noch 4 Barken. Warte, dann baue ich 6 Schiffe. Geht sich das aus? Wenn ich 6 Schiffe baue, ja. Geht sich perfekt aus. Ist auch dann genug, um die Mission zu erfüllen. 2, 3, 4. Gut. Wie schaut es mit Land Force Limit aus? 21 von 26, damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Das brauchen wir nicht. Juice will expire, das tun sie hoffentlich. Okay, und das können wir noch nicht bauen, weil wir warten auf die Kanonen. Gut, also es gibt jede Menge Schiffe zu bauen. Und jede Menge Kolonien im Auge zu behalten. Bin am überlegen. Ja, vielleicht sollten wir jetzt mal Fleet euch einen Leader geben, und zwar einen Explorer. Und endlich mal das hier aufdecken. Und dann auch gleich vielleicht ein bisschen in die Küste runterfahren. Je nachdem, wie viel wir Trade protecten müssen. Ivory Coast, ja, da kann man sicher bis da runterfahren. Bist du eine eigene Provinz? Du bist eine eigene Provinz, oder? Du gehörst nicht zu Cameroon. Dann sollten wir dich wohl auch aufdecken. Gut.
Ich habe ihn nicht zugewiesen. Ich wundere mich schon, wieso das nicht geht. Badam, badam. Raus mit euch, rein da gleich. Zack, zack. Wir machen ganz schön viel Geld. Ach ja, wir haben das meiste Geld gerade gestohlen. Ha, habe ich vergessen. Aber es wäre mir wirklich recht, wenn wir irgendwie Inflation regeln könnten. Aber das spielt scheinbar nicht. Oh hey, Gold Coast. Ich finde es auch gut, dass wir ein Transportschiff haben. Das ist tapfer. Gut, und eigentlich sollten wir auch in der Lage sein, nicht nur diese kleine Insel hier aufzudecken, was wir gerade gemacht haben, Fernando Po, sondern eigentlich auch diese Provinz hier aufzudecken. So, hier ist jetzt meine neue Handelsbeschützerflotte. Stellt mal kurz das Handelsbeschützen ein. Oh, hallo, Kongo. Kongo, I presume. Gut, dann schauen wir uns den Kongo auch mal ein bisschen an. Nur einfach mal, um ein bisschen Übersicht zu kriegen über die Welt. Ich meine, wir sehen jetzt nicht wahnsinnig viel von der Welt. Ah, da hört es schon irgendwie auf. Golden Horde. Ah nein, gar nicht. Hey, wir sehen... Wow. Wir sehen bis nach Vietnam. Da weht. Wir sehen sogar noch Ming. Cool. Ziemlich, ziemlich cool. Wir sehen auch relativ viel von der Ostküste eigentlich. Vielleicht sollten wir mal als die großen Explorer, die wir sind, hier einmal um Afrika rumfahren. Und hoffen, dass unsere Schiffe dabei nicht draufgehen. So, Colony Self-Sustaining, sehr gut, zusammenziehen, Trade Protecten, Ivory Coast. Gut, was wollen wir als nächstes? Waida, Borgu, ich glaube fast Borgu. Also, Send. Und auch gleich ein paar Leute, um die Natives zu beruhigen. Oder, warte, nein, Moment, jetzt lassen wir das mal stehen. Ich lösche immer die Natives aus, aber letztens, oder beziehungsweise die Multiplayer-Runde hat mich drauf gebracht, dass der Typ, mit dem ich zusammen spiele, der Martin, gemeint hat, nein, nein, lass die Natives einfach leben, dann verstärken sie die Kolonie, sonst könnten wir die Natives immer umbringen. Und ich so, natürlich sollten wir die Natives immer umbringen, deswegen sind die Natives, aber scheinbar haben die den Bonus? Oh! Lose. Das habe ich noch nie gelesen. When the colony becomes a city, the remaining natives will increase its base tax by 0.8 and manpower by 400 men. Cool. Das ist sehr cool und ich werde sie auslöschen. Gut, aber ich weiß zumindest, er hatte recht. Aber ob das jetzt eine 1er-Provinz ist oder eine 2er-Provinz, ist mir relativ egal. Ich werde nie ein besonders reiches Land werden. Also, ja, genau das passiert dann nämlich. Warte, war das jetzt schon ausreichend? Nein. Kolonie steht noch hoffentlich, oder? Ja. Ich habe nicht den Luxus zurzeit mit einem Missionar, der noch dazu nicht wahnsinnig schnell arbeitet, habe ich einfach nicht den Luxus, mich auf das zu verlassen. Und wir haben gerade gesehen, genau in diesem Moment wurde ich angegriffen. Genau deswegen traue ich diesen Leuten auch nicht. Ach, Vorurteile. Herrlich. Fortify Vorodugo has an Earth Rampart. Has an Earth Rampart. Ja, nimm mal Vorodugo. Wird eh mal Zeit für eine Earth Rampart hier hinten. Ach so, nein, eigentlich nicht, weil eigentlich wollen wir ja warten, bis wir die Kanone kriegen. Mann, meine Advisor gehen da ganz schön drauf. Gut, wir machen kein Geld über Tarife, also brauchen wir das mal nicht. Spy Offense, wen können wir schon ausspionieren? Nope, ich glaube Diplomatic Relations. Einfach nur, um unsere beiden Vasallen ein bisschen in Check zu halten. Und, oh, ein plus 3. Ich wollte gerade sagen Discipline, aber keine Discipline. So, perfekt. Ihr dürft wieder zurück nach Benin. Dann werde ich auch den
Explorer wieder feuern, damit ich wieder mehr Military Power krieg. Wie schaut es eigentlich aus, Military Power mäßig, Idea mäßig? Ja, jetzt habe ich es allerdings schon angenommen, das sollte ich schon loswerden. Vorodugo. Die 10, ja, das sind gerade mal 2 Monate. Damit kann ich leben. So, ich hoffe wirklich, ich habe es nicht übertrieben mit den beiden, mit den Schiffen darüber. 17% Attrition. Huhuhuhu. Oh, und es kommt großartig von Time at Sea. Das heißt, es wird immer schlimmer.